Frau Kommissarin Ylva Johansson, Herr Bundesinnenminister Horst Seehofer, Herr Ministerpräsident Tobias Hans, Frau Vize-Ministerpräsidentin Rehlinger, als Vorsitzende der Europa-Union Saar, der Vereinigung der europäischen Föderalisten im Saarland, als überzeugte Europäerin und Bürgerin fordere ich Sie im Namen von über 200 Bürgerinnen und Bürgern auf, die Grenzen zwischen dem Saarland und Frankreich sowie zwischen dem Saarland und Luxemburg unverzüglich zu öffnen. Mehr als 200 Personen haben inzwischen den Aufruf der Europa-Union Saar für die Öffnung der Grenzübergänge an den saarländischen Staatsgrenzen unterstützt. Darunter befinden sich viele namhafte Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, dem Gesundheitsbereich, der Politik und der Gesellschaft unserer transnationalen Großregion, aber auch viele Menschen mit grenzübergreifenden Lebensentwürfen. Ich teile zwar voll und ganz die Notwendigkeit öffentlicher Maßnahmen, die das soziale Miteinander einschränken, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Dennoch fordere ich die EU-Kommission und das deutsche Bundesinnenministerium dringend dazu auf, bei der Durchführung dieser Maßnahmen die Grundsätze der Menschlichkeit, der Verhältnismäßigkeit, der Nichtdiskriminierung und der geltenden Regeln des Schengen-Abkommens genauestens zu beachten. Im Saarland ist die Bevölkerung aufgrund der Grenzlage und wegen der vielfältigen gewachsenen Verflechtungen mit der Großregion stark von den Grenzschließungen betroffen. Die vielen tausend Grenzpendlerinnen, der freie Warenverkehr, grenzübergreifende Nahversorgungszentren und enge soziale Beziehungen über die Grenzen hinweg sind für unser Bundesland existenziell. Passen Sie Ihre Maßnahmen des Infektionsschutzes an die Lebenswirklichkeiten der Menschen in den Grenzregionen an. Garantieren Sie den Personen mit grenzübergreifenden Lebensentwürfen dieselben Rechte wie allen Bürgerinnen und Bürgern. Das gelebte Zusammenwachsen der europäischen Zivilgesellschaften darf nicht durch Diskriminierung bestraft werden. Es kann und darf nicht sein, dass eheliche und nicht-eheliche Lebenspartner, die in unterschiedlichen Staaten wohnen und arbeiten, sich über einen unbestimmten Zeitraum nicht gegenseitig besuchen dürfen. Zudem müssen die Besuchsrechte für Eltern bei ihren Kindern und die Pflege von hilfsbedürftigen Angehörigen auch grenzübergreifend ermöglicht werden. Gehen Sie den Weg der Kooperation statt den der Abschottung. Das grenzüberschreitende Krisenmanagement zwischen den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Belgien und den Niederlanden im Rahmen der Taskforce Corona zeigen, dass dies möglich ist. Der Wegfall der Grenzkontrollen durch das Schengener Abkommen ist eine der größten Errungenschaften der europäischen Integration und hat dazu geführt, dass Europa an seinen Binnengrenzen über die letzten Jahrzehnte so eng miteinander zusammengewachsen ist, wie es vermutlich viele Staats- und Regierungschefs es sich nicht vorstellen können. Und deshalb müssen bei den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung die Besonderheiten der jeweiligen transnationalen Lebensräume berücksichtigt werden. Die Freizügigkeit im Schengen-Raum muss deshalb so schnell wie möglich wiederhergestellt werden. Wir müssen die Grenzen zum Beispiel zwischen Deutschland und Luxemburg genauso behandeln wie die zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz, zwischen Bayern und Hessen. Die haben wir auch nicht wegen Covid-19 geschlossen. Ich liebe Europa zu sehr, um tatenlos dabei zuzusehen, wie das europäische Projekt und damit unser aller Frieden, unsere Demokratie, unsere Freiheit, unsere Rechtsstaatlichkeit und unser Wohlstand weiter gefährdet werden. Ich hoffe, Sie tun dies auch und handeln entsprechend. Es lebe das grenzenlose Europa der Bürger und Bürgerinnen. Vive l'Europe citoyenne sans frontières!